Moin Moin zu einem neuen Beitrag aus meinem Spieletagebuch. Heute gibt es bewegte Bilder zu Divinity 2 Ego Draconis. Ich habe jetzt schon einiges an Spielzeit investiert und die vermeintlich besten Stellen sollten erst noch auf mich zukommen. Dennoch versprüht das Spiel jetzt schon einen fantastischen Charme, dem ich mich nur schwer entziehen kann. Dank der dynamischen und kurzweiligen Kämpfe spielt es sich locker flockig leicht wie ein Action-Rollenspiel, bietet aber gleichzeitig eine ungeheure Questvielfalt. Dazu gibt es eine bisher recht interessant präsentierte Story in einem stimmigen und eigenständigen Szenario. Ich hatte mir ja schon im Vorfeld viel von dem Spiel versprochen, aber das beinahe fertige Ergebnis hat mich in seiner Qualität dann doch überrascht. Beinahe deswegen, da bisher zwei Patches erschienen sind, die noch einige Verbesserungen mitbringen, die das Spiel eine ganze Ecke komfortabler machen. Aber nun zum Spiel. Bei Divinity 2 startet man als fast fertig ausgebildeter Drachentöter und muss nun seine letzte Prüfung in einem kleinen Dorf bestehen. Wobei es sich weniger um eine Prüfung handelt. Man bekommt lediglich zwei coole Fähigkeiten an die Hand gegeben. Die eine ist das ganze Wissen der Drachen, da man seine Feinde ja verstehen muss. Der Effekt? Von nun an können wir Geister sehen und mit ihnen sprechen, was durchaus des Öfteren im Spiel vorkommt. Nachteil dieses Wissens? Wir verlieren all unser altes Wissen und müssen all unsere Kampffähigkeiten neu erlernen. Klingt zwar komisch, ist aber so. Aber Gedächtnisschwund zu Beginn eines Rollenspiels gehört ja zum Standard. Die zweite und mit Abstand coolste Fähigkeit, die ich bisher in einem Rollenspiel gesehen habe, man darf die Gedanken anderer NPCs lesen. Dies ist im Spiel auch fantastisch umgesetzt. Bei jedem Dialog denkt man, Mensch, was der jetzt wohl gerade denkt. Und dann hört man es sich einfach an. Cool. Dadurch, dass man diesen Blick in die Gedankenwelt mit teuren Erfahrungspunkten bezahlen muss, überlegt man aber im Vorfeld auch immer, ob es sich lohnt, die Gedanken zu lesen. Einfach ein echt tolles Feature, das, soweit ich bisher gespielt habe, auch sinnvoll in viele Quests eingebaut wurde. Nachdem man sich dann noch für eine Klasse entschieden hat, Krieger, Magier oder Jäger, geht es auch schon los. Die Klassenwahl verschafft einem aber nur einen Bonus auf bestimmte Fähigkeiten zu Beginn. Seinen Charakter kann man ansonsten im Spiel völlig frei entwickeln und auch einen Feuerball schleudernden Nekromanten mit einer Riesenaxt heranzüchten. Ist man dann fertig, geht es gleich per Luftschiff in das erste große Gebiet, das Trümmertal. Hier soll der letzte noch lebende Drache gesichtet worden sein. Da wir durch den ganzen Gedächtnisschwund natürlich noch nicht bereit sind, um auf Drachenjagd zu gehen, besteht unsere ehrenvolle Aufgabe darin, Nachforschungen im Dorf anzustellen, wo der Drache gesichtet wurde. Im Dorf treffen wir auf eine Menge unterhaltsamer NPCs und dürfen auch unsere ersten Quests annehmen. Da gibt es Ehebruch zu fördern, die Liebe eines Bauern zu seinen Schweinen zu unterstützen oder auch simple Jagdaufträge nach Goblinherzen. Oder doch nicht? Vielleicht sollte man mal die Gedanken lesen. Ah, ihr seid zurück! Was gibt's Neues? Diese Landeier sind sowas von leichtgläubig. Die Herzen, die sie mir bringen, sind zu Hause dreimal so viel wert. So eine Ratte. Aber dafür wird er später noch büßen. Muss er aber nicht, denn Divinity 2 lässt einem sehr oft die Wahl, wie man mit zusätzlichen Informationen umgeht. Nutze ich es, um Gutes zu tun, oder schlage ich meinen Vorteil daraus? Oder nehme ich wie in diesem Fall einfach ganz genüsslich Rache. Da die Quests auch häufig mit einem leichten Augenzwinkern aufwarten, macht es mir richtig Spaß, die Welt zu erkunden, höre mir gerne an, welche Sorgen und Problemchen die Bewohner haben. Was auch mit ein Verdienst der gelungenen Sprachausgabe ist. Durch die Bank weg erzeugen die Sprecher eine tolle Atmosphäre. Gerade diese Leichtigkeit im Spiel, die Divinity 2 versprüht, ist für mich auch seine größte Stärke. Normal ist es ja so, will ich ein leichte Rollenspielkost, greife ich zu einem Action-Rollenspiel wie zum Beispiel Titan Quest oder dem Urvater Diablo. Dort kommt dann aber häufig irgendwann der Punkt, bei dem einem das Monster-Gemäsche zu langweilig wird. Möchte ich dann etwas anspruchsvollere Kost, muss ich schon zu einem Gothic oder Oblivion greifen. Diese Titel machen einem dann aber auch mal das Leben schwer, weil man zum Beispiel einen NPC in der Welt ewig suchen muss oder das Kampfsystem wenig komfortabel von der Hand geht. Divinity schafft hier, zumindest soweit ich gespielt habe, bisher finde ich einen tollen Spagat zwischen locker leichter Actionkost und anspruchsvollen Quest- und Storydesign. Nach einem locker leichten Einstieg in das Spiel kann man auch schon anfangen, seinen Charakter mit den ersten Erfahrungspunkten zu skillen. Die vielen mannigfaltigen Fähigkeiten erlauben es einem, sich einen richtig schönen individuellen Charakter zusammenzubasteln, der es ordentlich krachen lässt. Den größten Motivationsschub bekommt man aber dann, wenn man urplötzlich der letzten Drachenritterin gegenübersteht. Diese zeigt einem nämlich, dass nicht die Drachen des Übel im Lande Rivellon sind, sondern der finstere Damian. Um ihre Aufgabe fortzuführen, verleiht sie einem ihre Fähigkeiten und lässt uns schon mal einen Blick ins Drachendasein schnuppern. Aber noch können wir uns nicht verwandeln. Erst müssen noch viele Quests geschlagen und der Drachenturm erobert werden. Für mich ist das ein wunderbarer Motivationsgrund, mit der Aussicht, einen eigenen Turm mit Gefolgschaft zu besitzen. Sich ein Nest zu bauen, ist ja nur menschlich. Das war's auch erstmal aus dem Lande Rivellon.
Derzeit befinde ich mich auf der Wächterinsel und stehe nun unmittelbar vor dem Drachenturm, darf aber leiderdings noch nicht rein. Als Rausschmeißer gebe ich nochmal ein Beispiel für den Humor des Spiels. Was könnte denn zum Beispiel auf diesen Grabsteinen stehen? Hier ruht der müde Johannes und tut das, was er am besten kann. Hier ruhte Tillmann, bis ihn sich ein Nekromant schnappte. Hier ruht der unbekannte Soldat. Wir haben ihn als Robert gekannt. Hier ruht die kleine Lisa. Ihr Schicksal sollte uns allen eine Lehre sein. Trolle sind keine kuscheligen Teddybären.